Déjà-vu? Nein. In diesem Clip zeige ich euch die Grundlagen der Dreipunktbeleuchtung. In meiner Hand befindet sich das Führungslicht, auf Englisch auch Keylight genannt. Das Führungslicht ist aus dem Kontext der Szene motiviert und zeigt dem Zuschauer oder der Zuschauerin, welche Lichtquelle die Szene beleuchtet und wo sich diese Lichtquelle befindet. Das Führungslicht muss keine Lampe sein. Es kann auch eine Fensterfront, ein Lagerfeuer oder ein Fernseher als Führungslicht verwendet werden. Achtet dabei auf den Unterschied, wenn ihr das Licht seitlich oder auflichtig positioniert. Vorhandig oder auflichtig positioniert. Wenn euch oder eurem Interviewpartner oder Interviewpartnerin das Licht dabei zu hart ist, könnt ihr es auch soften. In diesem Fall mit einer Butterbrottüte. Achtet auch hier wieder auf den Unterschied. Wenn euch der Kontrast zwischen der linken und der rechten Gesichtshälfte zu stark ist, dann könnt ihr die dunkle Gesichtshälfte auch aufhellen, zum Beispiel mit einem Styropor. Um mich vor einem dunklen Hintergrund abzuheben, könnt ihr ein Spitzlicht einsetzen. Wenn euer Interviewpartner oder Interviewpartnerin dagegen ein weißes Oberteil anhat, dann ist ein Spitzlicht unter Umständen gar nicht notwendig. Und auch das Führungslicht ist etwas zu stark.